Von wo komme ich ursprünglich? Oh, das ist. Ach, das geht zum Turm da. Okay, dann. Da ist der Vogel. Das heißt, da ist die Bahn, die ich freigeschaltet hatte. Da hinten ist das Ding, von wo ich komme. Okay, das da sieht wie eine Kontrollvorrichtung aus. Holen wir uns also erstmal die Kiste. Kiste. Loot! Wenn man nicht für die Kosmetik spielt, wofür denn sonst? Neuer Griff. Ach, die ganze Plattform dreht sich. Gesehen, dass schon direkt gescharcht hat. Looks old. Oh. So you might want to take a look at this. Oh, es geht nicht in die Richtung weiter. Also hat er nur drei Stellungen. Und das hätten sie auch besser gestalten können ohne das Clipping. Ah, wir haben das Vögelchen befreit. That did the trick. Let's move. Wenn ich den nicht mal wiedersehe, ich hoffe nicht als Bossgegner. Wäre mal schön, wenn die Fauna mir auch mal hilft. Abgesehen davon, dass ich ihn an den Füßen rumkrabbel, um mich rumzubewegen. Natürlich direkt auf diese Kletterlinie hier, nicht irgendwie mal in einem Weg oder sowas. Let's hope that tower at the top of the array has some answers. Das ist auch so ein dieser Bogen, der sieht aus, als würde er sich bewegen können. Das sieht was wie ein Mechanismus dafür aus. Das heißt, da werde ich wohl auch nochmal was ausrichten müssen, wa? Wäre nicht das erste Mal, dass ich in einem Spiel sowas habe. Und nochmal ein großes Tierchen prügeln. Jägermaterialien. Das war's. Rundhüpfen ist nicht gesund. Oh. Time to go. I'm your ally. Enemy is under us. I see. Lucky block. Wenn die dem Vieh genug wehtun, dass ich es dann einfach umnieten kann, ist es mir recht. War klar, es haut mir direkt aufs Maul. Nicht zimperlich, die Ratte. Fuck. Doppelfuck. Ich vergaß. Man muss ja Macht haben für all jeden Scheiß hier. Und dieser dämliche Machtschlag kostet mich Macht.
Logischerweise. Weil es ein Machtschlag ist. Aber nicht so verkauft wurde. Flieg in die Freiheit. Haha, meine Plattform. Yes. Okay, Tür öffnen. Akkustik freigeschaltet. So, gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt oder so ein Shit und dann anschließend in die Anlage rein. Oh. Another data disk. Da lag tatsächlich eine Datendisk. Ich werd blöd. Wir haben es geschafft. Der Tower ist erreicht. Ist das jetzt die Waldanlage, zu der der Druide wollte? Oh, das sieht interessant aus. Was für ein Weg. Das wird mir nicht alles angezeigt. Da hinten ist auch alles Gas. Natürlich ist es ein bodenloser Abgrund. Warum auch nicht? Alle Planeten im Star Wars-Universum haben irgendeine Form von bodenlosen Abgrund. Oh. Okay. Also müssen wir den ganzen Laden da hinten vergiften. Ich frage mich, was passiert, wenn ich jetzt krepiere. Fuck, nein, nein, nein. Wollte gerade sagen. Nicht wieder die Maustaste. Same mechanisms powered this chamber. We're getting close. Der dreht sich schon hungrig in meine Richtung, dieser Alter. We're not the only ones interested in the array. All over the array, buddy. This is our last stop. If the key to Tantalor is real, it has to be here. And if not, maybe Z does have a screw loose. Tja, das sieht immer weniger wie ein Jedi-Tempel aus und immer mehr fährt wie eine reguläre Anlage. Nur diese ganzen Magnetkräfte wie und Ionenstrahlen, die sie benutzen. Mit diesen ganzen Rätseln, das ist das Einzige, was du auf Jedi hinweist, wirklich. That seal looks familiar. This must be where Centauri Kree intended to send Z. The key to Tantalor was sealed away. For centuries now. Oh, die Botanik. Ist hier aus dem Ruder gelaufen oder ist alles das Metall? Ja, sieht nach Metall aus. Und es werde Licht. That did it. Sounds like the array is powering up. Time for some answers. Ich frage, ob ich sie hier gleich auftaucht. Die wollte mich ja hier mit treffen. Die kann wahrscheinlich durch das durch den Staub so durchgehen. Eine Kryokammer. Ein Kryobakter-Tank. Ist sie denn noch am Leben?
Welcome to Tantalor. It's beautiful. Remind me not to let you name the next world we discover. Give it time. You didn't like me much at first either. Jury's still out. Hard to believe this paradise was hiding on just the other side of the abyss. Come on. I want to show you something. Also kann das Schlüssel noch mehr als Türen öffnen? Gara offers to be my escort on an uncharted world. How could I refuse? Without your guidance, I'd never have made it here in one piece. Oh, careful now. Or someone might think you've learned humility. Ich kann nur zoomen, nicht das Schwert hören. Noch nette Gegend. Eigentlich sehr lila. Pupo. Pink. Das war so eine angenehme Alternative zu den restlichen Farben hier. So schön bläulich. The force is strong here. It's just as I told you. We'll build the temple here. Ist eine Höhle? Yes. My thoughts exactly. Wäre es cool, wenn wir die Gegend sich verändern sehen würden, aber na, schauen wir nicht. Da man sich selbst in seiner Gedankenwelt durch Ecken und Spalten quetschen muss. Oh, it's simply wonderful. Yes, it's perfect. I've seen the galaxy Centauri, and there are many worlds that the light of the Jedi does not reach. I'm going to petition the High Council to train initiates here. On Tantalor. But it can be so challenging to access. What if something were to go wrong? Our temple will be a bastion for the Order. Here at the galactic frontier. The Abyss blocks comm signals. We'll have to invite a member of the Jedi Council to visit in person. Hm. Oh, ist das hier Taladar dann? For hours. Council members are not known for their hasty judgments. Especially Master Rancisis. My duel with the Gendai didn't take this long. You won in the end. Be patient. Not one of my strong suits. Well, if you're going to teach younglings, you had better learn. I have faith in you. So does the Council. Trust them to do the right thing. What's wrong? Ooh. Warn the others. We're under attack. Genau, das ist auch was das Erste, was man macht, wenn man Raumschiffe sieht, ein Lichtschwert zücken, dass man überhaupt nichts in Raumschiffe machen kann. Wenn man weiß nicht, wie viele Kilometer davon entfernt ist. You're not here. You're not supposed to be here. Release me. Oh, ist das Dagon, der hier in dem Tank schwimmt? Oh ja. Ich dachte, das wäre Santari, aber es ist Dagon, der in den Bacta-Tank hockt.
Das ist eine ziemlich lange Meditation gewesen. Oh, sein Lichtschwert. Kestis. And you must be Dagon Gera. Yes, I am. You are a Jedi? Yes. But things have changed since you've been gone. A Sith Lord corrupted the Republic. Turned it into an empire. They destroyed the Order. They're hunting down those of us that are left. But you're here now. We can fight them together. Erstaunlich, wie viele Jedi sie überall ausgraben, obwohl die ja alle quasi ausgelöscht sind. Return to Tanlor. What happened there? How'd you end up here? We were invaded. I held them at bay as long as I could, but there were too many. The battle was horrific. Still, we weren't beaten. Not yet. Not until the Jedi Council gave the order to abandon Tanlor and then refused to counterattack. They gave up on it? Yes. It was my discovery, my home, and they just expected me to throw it away. Oh, no. Wait. I refused to obey and was betrayed by the one I trusted most. No, stop! Er ist der dunklen Seite verfallen in seinem Zorn. You're scared. Muss ich auch jetzt den anderen Arm abschneiden, bevor du aufwachst? Such a pity. Au. How feeble. Fuck me. Weak. Ah.
I shall make this quick. Leck mich doch an der Hamsterlatte. Alter Falter, ey. Wie gut, dass ich ein unsterblicher Jedi bin, der immer wiederkommen kann, um auf die Nüsse zu gehen. Betrayed me and forsook Tanalore. Is that it? Meager. Stand and fight. Ich bin doch fucking ausgerichtet. Imprisoned again. You dare stand against me? Stop! I am not your enemy. We're all that's left. I should have known you would honor your oath. Erst mit den Bad Lamb Raidern. Wait! Die Waldanlage auf einen. Das ist blöde. Er hat jetzt einen Monolog und ich muss das Ding hier machen, sonst verpasse ich es. Sonst muss ich nochmal extra einschalten. Auf eine weitläufige Dichtung am Ende der Basaltwald. Es wurde vor Jahrhunderten vor Republik die imposante Waldanlage gebaut, um die vielen Anomalien des Planeten Kuppa und des umgebenden Sektors zu studieren. Obwohl sie in den Jahrhunderten seit der Rückkehr der Republik verfallen sind, müssen sie breiten Höfe rund um die zentrale Struktur als Testanlage gedient haben. Und Kubomaterie zu manipulieren. Mangels Wartungspersonal haben sich mittlerweile kleine und große Kräfte in vielen Winkeln der Anlage niedergelassen. Tanalore to someone like him. Bacta. Bacta ist eine Substanz, die galaxisweit als Medizin und zur Unterstützung der Heilungsprozesse eingesetzt wird. Ein Patient wird für eine oder mehrere längere Sitzungen in die Flüssigkeit eingetaucht, normalerweise bewusstlos. Die dickflüssige Substanz unterstützt die Regeneration von Muskelgewebe und Nerven. Okay, das Ding muss ich wohl doch nicht bewegen? Fragezeichen. Oh. Fast übersehen. Danke. Es ist ein Jedi der Hohen Republik und gibt dem
Hat der Jedi die Schuld daran, dass Tanalor aufgegeben wurde? Ihm lässt er durchblicken, dass jemand, der ihm nahestand, ihm Namen beigebracht hat. Kann sein, dass Santarin im Duell den Arm abgeschnitten hat? Kann ich das hacken, aber es hackt sich nicht. Im Augenblick sehe ich keine nutzenden Fähigkeiten. Obwohl, Moment mal, einige Sachen könnte da eventuell hilfreich sein. Ich kann Blaster Bolts duplizieren, wie auch immer das funktioniert. Oh, es gibt eine sehr witzige Theorie zu den Lichtschwertern. Ich meine, für uns sehen die Dinger wie Keulen im Prinzip aus. Aber es gibt eine Theorie dazu, warum Lichtschwerter nicht immer tödlich sind, wenn sie treffen. Das liegt wohl unter Umständen daran, dass die Lichtschwertklinge kein runder Schlagstock ist, sondern mehr wirklich eine Klinge geformt wird. Nur weil es halt so strahlt, sieht man das nicht. Muss ich jetzt allen Ernstes alles revertieren? Aber ich kann das Ding von hier aus nicht packen. Was soll denn der Bullshit? Ach so. Das Ding aktiviert beide auf dieser Seite. Ah, toll. You want to protect me. Frage ist, wie komme ich jetzt wieder zurück, ohne dass ich da durch muss? Weil die Kugel will sich mir nicht geben lassen. Ich kann immer noch da lang gehen. Alternativen Weg sehe ich nicht. Nee, dann muss das so sein.